Party, Party, Party. Heute spielen wir den neuen Modus, den es erst seit B4 gibt. Ich spawn mal eben kurz in den Helikopter, weil ich relativ gut fliegen kann, oder ich bilde mir das zumindest ein. Und dieser neue Modus nennt sich Obliteration. Ja, Obliteration, relativ einfaches Spielprinzip. Es gibt mal wieder zwei Teams auf jeder Seite. Moment. Nein. Und tschüss. Lol, ich wurde von meinem eigenen Helikopter erschlagen. Wie geil ist das denn? Ich springe aus dem Heli und werde vom Helikopter erschlagen. Geil. Sowas gibt es nur im Battlefield. Naja, auf jeden Fall. Es gibt zwei Teams. Es gibt jeweils drei Bombenpunkte. Die sieht man dann hier zum Beispiel, ne? Am ersten kommen wir jetzt gleich vorbei. Der ist hier hinter dem Haus. Es gibt immer eine Bombe, die spawnt in der Mitte auf dem Hochhaus. Und beide Teams müssen diese eine Bombe kriegen. Und es gibt wirklich immer nur eine Bombe. Es spawnen nicht mehrere gleichzeitig, sondern diese eine Bombe. Deswegen ist im Bereich um die Bombe immer sehr viel los. Ne, da sind dann alle möglichen Leute, die versuchen, die Bombe für sich zu kriegen. Derjenige, der die Bombe hat, ist natürlich, wie man so schön sagt, doomed. Hat keine allzu hohe Lebenserwartung. Lol. Tja, wärst du mal nicht auf mich hochgefahren, ne? Dann hätte ich dich nicht zerstört. Okay, ich muss zurück. Ich muss die Bombe halt jetzt erstmal. Fuck, ich bräuchte mal Repairs. Okay, wir reparieren uns. Schön. Ich drehe dann mal eben hier und warte kurz. So, ja, die Bombe ist gerade irgendwo auf dem Dach da. Wahrscheinlich wird der Bombenkerl gleich vom Dach runterspringen und versuchen, hier irgendwo dran zu gehen und da die Bombe zu planten. So, jetzt hat er die Bombe gedroppt, wurde also getötet von einem von uns. Jetzt liegt die Bombe da brach rum und einer von uns hat die Bombe genommen. Perfekt. Und der hat jetzt so lange die Bombe, bis er stirbt. Er kann die Bombe nicht weglegen, sondern es ist halt seine Lebensaufgabe, die Bombe irgendwie zu schützen. Hat er gerade echt mit einer mit einem Maschinengewehr auf einen Panzer geschossen. Genie. Und der Bombenkerl, der Hüter der Bombe, nenne ich ihn jetzt einfach mal, wird doch immer auf der Karte angezeigt. Du kannst nicht mehr eben so sagen, ha, guck mal, jetzt bin ich hier voll sneaky irgendwie am Tauchen oder so. Ja, bringt nicht viel, denn du wirst dick auf der Karte angezeigt, ha, guck mal, da ist die Bombe. Von wo zum Teufel kam das jetzt? Irgendwer hat uns mit Wärmesuchraketen angegriffen. Ach fuck, irgendein... Ja, ich weiß was. Irgendein Sniper hat uns markiert und RPG schießt drauf. Unser Gunner ist aber auch nicht gerade gut, ne? Irgendwer versucht, das Gebäude zu fällen. Hat man gerade an so einem leisen Rumpeln gehört. So, gucken wir mal, ob wir unserem Bombenkerl helfen können. Denn da ist natürlich der Sinn drin gelegen, ne? Okay, der läuft jetzt da durch. Dann wieder ab. Zurück auf die Straße. Ich würde ihn ja gerne aufnehmen, aber leider passen nur zwei Leute hier rein. Da müsste der X-Battle-Lock-Nom-X rausgehen aus dem Panzer, damit der Bombenkerl reingehen könnte. Was vielleicht gar nicht mal so dämlich wäre. Oha. Ja, den Panzer von vorne habe ich gesehen. Okay, und tschüss.
als ob ich so lange im Panzer drin bleibe, bis ich sterbe. So, das war der Übeltäter. Ich habe mich gerecht für meinen Panzer. Ah, die Bombe ist irgendwo in dem Heli. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Leider kann ich nicht die Anweisung geben, ey, greif mal die Bombe an. Ich bin leider nicht Squad-Leader. Aber ich fahre jetzt mal eben kurz im Aufzug hoch. Um dann runterzuspringen. Ist wesentlich schneller, als wenn ich jetzt irgendwo langlaufe. Puh, das wäre blöd, wenn wir jetzt ja, direkt einen kassieren. Ah, da hinten wurde sie gedroppt. Dann springen wir doch mal. Ich kann leider nichts gegen den Heli machen, weil ich wieder die falsche Klasse habe. Ist am Anfang immer die falsche Klasse. Es sei denn, der steht weiter so dämlich da. Dann kann ich natürlich... So, den habe ich doch gesehen gerade eben. Wo ist der andere? Einzelschuss ist dann doch manchmal zielführender, wenn man über Distanz schießen muss. Nein, nein. Blöd. So, erstmal die richtige Klasse wählen. Oh, da bricht gerade das Haus ein. Gucken wir doch mal eben zu. Oder ne, ich hole mir die Bombe, habe ich gerade überlegt. Während das Haus einbricht. Und dann bin ich tot. Tja, ich hätte jetzt als Ziel gehabt... Oha, da war ein Panzer, ein feindlicher? Krass. Das war doch kein feindlicher Panzer, oder? Ich hätte jetzt als Ziel gehabt, auf so ein PVC zu kommen. Ja, da seht ihr halt, das ist halt Obliteration. Das ist so ein Modus für mich wie... Wie Conquest, da gehe ich halt voll aufs Objective, ja, da gehe ich wirklich so, ah, fuck, guck mal, da ist die Flagge, dann stürze ich mich da rein und wenn ich krepiere, dann krepiere ich halt. Der war nice. Und da sieht man auch an der KD, ich habe jetzt 4 zu 5, 4 zu 6 jetzt gleich, das geht ja noch. Ja, das macht halt schon mal einen riesigen Unterschied im Vergleich zu Domination, wo ich dann irgendwie so mit einer 2er KD meistens irgendwie rausgehe und hier gehe ich maximal mit einer 1er KD raus. Aus solchen Gründen. Klar, ich hätte jetzt den Panzer angreifen können, wäre vielleicht auf die lange Sicht zielstrebiger gewesen. Aber ich wollte irgendwie zur Bombe kommen, um die noch zu entschärfen. Was nicht geklappt hat. Übrigens hat die Runde hier Gott sei Dank ein Zeitlimit. Wir hatten eine Runde, da war die Bombe oben in der Luft. Und niemand ist hingekommen. Wir haben alle versucht, mit dem Heli dran zu kommen, sind dann rausgesprungen, haben versucht, an der Bombe zu landen. Oder halt dran vorbeizufallen und dabei dann die Bombe aufzunehmen. Aber es ging nicht. Und die Runde ging dann im Endeffekt über 3 Stunden. Wir waren nicht die ganze Zeit drin. Aber war schon lustig. So, links ist noch ein Feind. Wäre schön, wenn einer bei mir spawnen würde. Gegen Infanterie ist dann doch immer besser, noch einen Gunner zu haben. Ja, genau. Das Realismus. So, jetzt habe ich den wenigstens. Dann müssen wir erstmal ein bisschen nachladen, ne? Nur noch eine Kugel im Rohr und 2 zum direkten Nachladen. Jetzt 3. Und hin zur Bombe. Komm.
Komm ruhig weiter auf mich zu, ich krieg dich. Habt ihr gerade dieses Man Down gehört? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das die Stimme vom Noob von Battlefield Friends ist. Nein, er ist wieder runtergegangen. Prozent ist nicht cool, wir sind doch gerade sehr langsam. Schön, wie wir jetzt die Bombe haben. So muss das sein. Die gehen in Heli und der Heli stürzt ab. So muss das sein. Schade. Das wäre aber eigentlich der Sinn der Sache gewesen. In Heli einsteigen und dann direkt... Na komm, hau ab Heli, damit ich auf die Leute schießen kann. So, einen habe ich getötet. Habt ihr gesehen, ne? Brauche ich ja nicht vorlesen. Repariert schneller! Schneller! Oh, da war wieder das E-Mail-Geräusch, weil ich mein Thunderbird nicht geschlossen habe. So, ab geht die Party. Und ich habe die Bombe an Bord. Ich habe die Bombe an Bord. Bombe an Bord. Das ist kein gutes Gefühl. Ich fahre einfach durch. Wieso ist der ausgestiegen? Wieso ist der ausgestiegen? Oh nein, ich häng fest. Nein. Ich hab dem ins Gesicht geschossen. Mit dem Panzer. Yeah, we have the bomb. Moment mal, das sind Feinde. Überall sind Feinde. So, räumen wir mal ein bisschen auf hier. Dann... Nein! Ich wollte die Bombe haben. So, ich wollte nur mal ein bisschen ablenken, dann kann er hier unten langlaufen und ich komme ihm entgegen. Als Deckung. Komm raus. Ja, sehr schön, das wird klappen, das wird sowas von klappen. Jetzt lass mich bitte vorgehen. Wer weiß, wer da drin wartet. Nein, nein, für einen Bombpicker kriegt man 100 Punkte, das geht eigentlich ganz klar. Nö, wir haben uns überlegt, 100 Punkte, das ist so viel wie ein Kill oder ein Revive. Und Gott sei Dank campt der Kerl hier, dann können wir hier schon runterspringen. Nein, ich bin auf den Balken gefallen. Das Glas war weg, oder? Bin ich auf Glas gefallen? Weiß ich nicht.
Wo ist die Bombe eigentlich? Ich bin jetzt wieder bei dem gespawnt, um zu gucken, wo die Bombe ist. Wo ist sie denn? Achso, wir haben es geschafft. Cool, wir haben es geschafft. Die Runde geht noch 4,5 Minuten. Momentan steht 1:1. Ich spawn mal am falschen Ding und dann wird wohl hoffentlich die neue Bombe gleich spawnen. Irgendwo hier bei den Trümmerteilen. Nein, geh weg. Ja, 50 Meter, so muss es... Fuck. So muss es sein, wollte ich sagen. So muss es sein. Nein, so soll es nicht sein. Stirb. Ah, perfekt. Nein, bleib doch stehen, du Trottel. Alter. Wie dämlich ist der Panzerfahrer, Mann. Das ist das, also ich möchte jetzt mal auch so ein bisschen... So gucken, was habe ich jetzt gelernt aus der Beta. Vielleicht ist das hier die letzte Folge, die ich mache. Also die Beta an sich, ich finde vom normalen Infanterie rumgeballer ist es mir zu COD. Man stirbt viel zu schnell. Man hat keine Ahnung, aus welcher Richtung Schüsse kamen, wie jetzt zum Beispiel. Guckt euch das an, ich war instant dead, ich hatte keine Chance irgendwas zu tun. Was ich in der ersten Folge gesagt habe mit dem Rückstoß, das ist auch nicht so der Fall. Es gibt anderen Rückstoß, ja, aber wenn man einmal weiß, wie der geht, dann lässt er sich so einfach unter Kontrolle kriegen. Und dann sind die meisten Waffen echt mega einfach. Auch über lange Distanzen. Helikopter und Panzer fahren ist super. Also Helikopter fliegen und Panzer fahren natürlich, ne? Nicht beides fahren. Und ansonsten, die Spielerschaft ist mir auch viel zu COD, Mann. Das ist unglaublich, wie du die ganze Zeit im Text so Sachen liest wie Nigger Shit oder so. Oder vorhin wurde ich als Shotgun-Wichser bezeichnet, weil ich halt mal Shotgun gespielt habe. Ich möchte schließlich alle Waffen hier spielen und ich habe jetzt fast Level 10 erreicht. Level 10 ist das Level Cap für die Beta. Und da möchte ich gerne alle Waffen mal gespielt haben. Also auch die Shotguns. Die ganzen Beleidigungen und alles, ne, das ist so schlimm, ja. Und da denkst du halt, ach, guck mal, ne. Battlefield sollte doch mal die Marke gewesen sein, wo nicht so viele Flamer und so Spackos rumlaufen. Das ist hier echt schlimm. Ich hoffe, das wird sich dann beim Spiel ändern. Beim endgültigen. Ja, und ansonsten... Weiß nicht, Teamplay habe ich auch nicht so viel festgestellt. Du wirst selten repariert. Die Leute beleben relativ wenig wieder, wobei das auch daran liegt, dass es momentan noch so einen Bug gibt, dass man nach 2-3 Sekunden oder so schon nicht mehr wiederbeleben kann, obwohl derjenige noch nicht gespawnt ist. Und das soll ein Bug sein. Hoffen wir's. Und ansonsten... So Sachen wie Ammo-Boxen hinstellen, Medipacks geben, das macht auch so gut wie keiner, obwohl das ja auch Punkte gibt und so. Ich verstehe es nicht. Und dann, oder so Sachen wie zum Beispiel hier markieren, wo wir hingehen sollen, ja? Das ist jetzt bei dem Modus nicht so wichtig. Ich meine, es ist klar, wir sollen zur Bombe gehen und die verdammte Bombe angreifen. Aber wenn ich Domination spiele und da drei Fahnen sind, dann macht das schon einen krassen Unterschied. Ob ich mein Team oder mein Squad irgendwie kontrolliert zu einem Punkt schicken kann. Ja, wenn 5 Leute auf einmal an einem Punkt aufschlagen, dann ist der Punkt gesichert. Wenn alle 5 Leute aufgeteilt auf alle 3 Punkte gehen, dann krepieren die einfach. Ja, und diese Anweisungen macht so gut wie kein Squad-Leader. Warum? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht. So, ich weiß es nicht, ob es letzte Folge war. Vielleicht mache ich nochmal eine Folge, wenn ich endlich Level 10 bin. Mal schauen. Vielleicht dann Domination mit besserer KD als hier. Aber wie gesagt, KD ist nicht alles. Ich danke fürs Zuschauen und bis bald. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich spätestens bei normalen Battlefield-Videos wieder von der Vollversion. Bis dann. Tschüss.